Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem 200. Video. Ich kann es gar nicht fassen, dass es schon 200 sind. Das klingt irgendwie jetzt so schnell. Ich habe ja mit Beauty-Videos, sage ich mal, erst relativ spät angefangen. Ich würde sagen, vor knapp einem Dreivierteljahr. Ich glaube so März oder so. Ja, ich kann es gar nicht fassen, dass es das wirklich jetzt schon 200 Videos sind. Wie gesagt, ich habe euch ja ein paar Outtakes versprochen, die werde ich euch natürlich gleich zeigen. Aber zuerst kommen wir zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und dafür habe ich mein Handy hier und werde jetzt einfach mal die Fragen raussuchen. Als allererstes hat die liebe Rosa Türkis auf Instagram was gefragt. Und zwar hat sie, glaube ich, zwei Fragen sogar gestellt. Welche Farbe ist deine Lieblingsnagellackfarbe? Also meine liebste Nagellackfarbe ist wahrscheinlich Pink in allen Variationen und Formen. Ob Glitzer, Sandstyle, nee, metallisch mag ich nicht. Aber in allen möglichen Varianten. Ihr wisst, ich trage alles auf den Nägeln, aber Pink ist, glaube ich, die Farbe, die ich am meisten trage. Außerdem hat sie noch gefragt: Bearbeitest und schneidest du deine Videos eigentlich? Ja, das mache ich. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich relativ wenig rausschneide. Manchmal bin ich 1000 Jahre am irgendwas suchen, dann schneide ich das natürlich raus oder solche Geschichten. Aber im Großen und Ganzen schneide ich eigentlich relativ wenig. Aber natürlich schneide ich, weil sonst würde jedes Video 3 Millionen Jahre dauern. Allein zum Beispiel, dass ich bei manchen Schminkvideos einfach die Zeit schneller mache. Wie nennt man das? Dass eben ein bestimmter Teil schneller abläuft, erfordert nun mal Bearbeitung und ja, das mache ich. Aber ansonsten nichts Großartiges mit Farbeinstellungen oder was weiß ich. Nee, sowas kann ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Beziehungsweise mein Schnittprogramm ist wahrscheinlich dafür auch überhaupt nicht geeignet. Das Schnittprogramm, das ich habe, ist Windows Movie Maker und ja, man kann so die Basics damit machen, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich wünschte, ich hätte ein tolleres Schnittprogramm, wo ich dann auch den Text mal schöner irgendwo einblenden kann, nicht so langweilig wie hier. Das ist nämlich das höchste der Gefühle und ja, sieht nicht schön aus, ne? Ich würde da irgendwie gerne mehr Effekte machen können, aber ja, ich habe leider kein besseres Schnittprogramm zurzeit. Die nächsten zwei Fragen kommen von Anna Love Unicorns, natürlich alles von Instagram. Ihre erste Frage war: Wie kamst du dazu, YouTube-Videos zu machen? Gibt es da eine Story zu? Und das passt vielleicht auch ganz gut zu der Frage von der Nikis CX oder Nikis. Nee. Ich weiß nicht, wie man es sonst aussprechen könnte. Sie fragt auf jeden Fall: Ich würde auch so gerne mit YouTube anfangen, aber ich habe etwas Angst. Hattest du die auch anfangen? Sie fragt: Ich würde auch so gerne mit YouTube anfangen, aber ich habe etwas Angst. Hattest du die auch am Anfang oder warst du sofort entschlossen und hast es einfach gemacht? Also, ich bin schon sehr, sehr lange bei YouTube angemeldet. Ich habe dazu auch schon mal irgendwann was gesagt. Ich weiß leider nicht mehr in welchem Video. Darum sage ich das einfach nochmal. Ich habe angefangen damals mit Fimo. Ja, ich fand das damals ziemlich cool, diese ganzen Süßigkeiten eben aus Fimo zu machen. Und habe eben mit diesen Videos angefangen, weil es dazu fast keine deutschen Videos gab. Ich habe zwar Deutsch und englischen Text reingemacht, aber eben auch deutschen vor allem. Und das fand ich damals total cool. Ich war da irgendwie total im Wahn und habe 3 Millionen verschiedene Fimo-Essenssachen gebastelt. Ja, aber in diesen Videos habe ich mich eben nie gezeigt und ich habe auch nicht gesprochen. Also ich habe das alles mit Musik unterlegt. Ja, war auch immer ein bisschen schwierig mit der GEMA und so. Ich hatte es damals irgendwie noch nicht so ganz gerafft, was man verwenden darf und was eben nicht. Darum wurden auch manche Videos deaktiviert, sage ich mal. Beziehungsweise die Musik wurde eben einfach rausgenommen. Ja, damals habe ich mich sowas absolut nicht getraut. Ich konnte mir nicht vorstellen, mich in dem Video zu zeigen. Irgendwann habe ich dann mal ein Video gemacht, wo ich gesprochen habe zu den verschiedenen Utensilien, die ich eben für das Fimo-Zeugs benutze. Ja, und dann irgendwann habe ich keine Lust mehr auf Fimo gehabt, weil ja, ich habe so viel Zeugs hier noch rumfliegen und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, darum habe ich irgendwann damit aufgehört, habe es auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und ja, dann war YouTube erstmal für mich mehr oder weniger erledigt. Ich habe dann angefangen, einen Blog zu schreiben, zusammen mit der Siam, einer super lieben Freundin von mir. Und
Da haben wir aber irgendwann dann auch aufgehört. Von meiner Seite liegt das daran, dass ich selbst kaum Blog. Eigentlich nein, ich lese keine Blogs. Nicht kaum, sondern wirklich gar nicht. Ich gehe mal auf den Blog, wenn ich irgendwas Bestimmtes wissen möchte und jemand darüber einen Blogpost geschrieben hat. Aber im Großen und Ganzen ist mir das irgendwie zu aufwendig zu lesen. So blöd sich das jetzt vielleicht anhört. Aber ich schaue mir da lieber ein YouTube-Video an. Darum habe ich gedacht, ja gut, wenn ich selbst keinen Bock habe, einen Blog zu lesen, warum sollte dann jemand meinen Blog lesen? Ja, dann habe ich damit aufgehört. Und habe dann ab und zu bei YouTube dann nochmal ein paar Kochvideos reingemacht, aber alle halt ohne Sprechen, einfach nur mit Text. Und dann jetzt im Frühling, Februar war das dann, demnach ja, wo ich angefangen habe, meine Sachen wieder neu zu pflanzen, habe ich gedacht, so, ja, da könnt ihr auch eigentlich auch mal ein YouTube-Video zu machen. Vor allem, weil ich eben jedes Jahr aufs Neue auf YouTube rumschaue und mir Videos zu verschiedenen Sachen anschaue, wie man eben zum Beispiel mehr Ertrag von der Pflanze bekommt und so. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin da total Pflanzenfan und habe gedacht, warum denn nicht einfach mal meine Erfahrung und wie ich die Sachen mache, den Leuten bei YouTube zeigen. So, dann habe ich mich hingesetzt und habe mein erstes Video gedreht zu meinen Pflanzen. Natürlich auch mit Sprechen. Ihr könntet das ja mal angucken, da müsst ihr halt ein bisschen runterscrollen bei meiner Seite oder einfach bei meinen Playlisten die Playlist Pflanztagebuch 2014 müsste das, glaube ich, heißen, anklicken. Da hört man schon, dass ich am Anfang irgendwie total anders spreche. Denn wenn ich mir das jetzt anhöre, das hört sich gar nicht an, als wenn ich das wäre. Also, das ist sehr merkwürdig. Ja, dann habe ich das gemacht und ja, kam jetzt nicht super gut an, weil ich glaube, das einfach was ist, was nicht sonderlich viele Menschen interessiert, sage ich mal. Ja, und dann irgendwie durch Instagram habe ich dann irgendwann mal gedacht, ja, eigentlich könntest du auch mal was Beauty-mäßiges machen. Und ich glaube, mein erstes Video zum Thema Beauty war dann ein Make-up mit der Naked-Palette. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und ja, es ist sehr kurz geworden. Ich habe super viel rausgeschnitten. Jetzt mittlerweile sind meine Videos immer recht lang, weil ich viel rede. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt. Ich glaube, das Video geht vielleicht 3, 4 Minuten. Ich habe auch mit Voice-Over das gemacht. Dadurch wurde es eben auch kürzer, weil ihr wisst ja, wenn ich ja einmal anfange, höre ich überhaupt nicht mehr auf zu reden. Und ja, das wurde dann eben ziemlich kurz mit Voice-Over, ganz schlimme Qualität. Das hallte ganz komisch. Ich habe das eben mit Windows Movie Maker gemacht. Dann habe ich nach und nach, ich habe zuerst nur meine Augen gezeigt, glaube ich. Und mir ist das total schwer gefallen am Anfang, mich zu zeigen. Ich hatte auch wirklich Angst, weil ich, du weißt ja nicht, was Leute sagen, ne? Ich hatte bis jetzt zum Glück noch nie wirklich mit Hater-Kommentaren großartig zu tun. Aber das weißt du eben nicht, wenn du damit anfängst. Ich habe halt immer gedacht, wenn ich mich nicht zeige, gebe ich den Leuten nicht so viel Angriffsfläche. Darum kann ich dich sehr gut verstehen. Ich nenne dich jetzt einfach mal Niki. Ich hoffe, das ist der Name, dass du da Angst vor hast. Aber es macht einfach halt unglaublichen Spaß. Und nach findet man sich da auch einfach gut ein. Und ich glaube, jetzt mittlerweile fällt mir das auch recht leicht, einfach so vor der Kamera zu reden. Und ich habe ja wirklich ganz langsam geredet und alles ganz deutlich ausgesprochen, so bei meinen ersten Videos. Und jetzt rede ich halt so, wie ich rede und fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Du musst einfach gucken, ob du wirklich so viel Lust hast, das zu machen, dass du das Risiko eingehst, quasi dadurch dich mehr angreifbar zu machen. Wie gesagt, es muss nicht sein, dass jemand irgendwie die unter ein Video Scheiße schreibt, aber ja, man muss eben damit rechnen. Ich kann bis jetzt auch noch nicht wirklich sagen, wie ich mit solchen Kommentaren umgehen werde oder werden kann. Ich hoffe natürlich, dass das lange nicht passieren wird oder vielleicht auch gar nicht passiert, aber ja, es gibt immer Menschen, die einem ja, irgendwas nicht gönnen oder weiß ich nicht, einfach Langeweile haben und dann YouTube-Videos anschauen und scheiß Kommentare drunter schreiben. Deswegen, ja, das ist meine YouTube-Geschichte. Ja, ganz, ganz anders angefangen als da, wo ich jetzt bin. Mittlerweile habe ich ja einige Sparten, sage ich mal. Zum einen Beauty, Kochen, mein Planer und meine Pflanzen, die jetzt mittlerweile ein bisschen vernachlässigt wurden. Aber ja, es ist langsam Herbst, ist irgendwie nicht mehr so schön. Und ja, 200 Videos sind insgesamt mittlerweile geworden und ich hoffe, sie gefallen euch auch.
So, jetzt habe ich aber ganz schön viel zu diesen beiden Fragen geredet. Machen wir mal weiter. Anna Love Unicorns hat noch gefragt. Ach ja, das hatte noch jemand gefragt, glaube ich. Ach ja, und auch du, Nikis CX, haben beide gefragt, was ich glaube, wie viel mein Kosmetik insgesamt kostet. Oh, oh. Das ist ganz schön schwierig. Also ich muss ja sagen, ich habe relativ wenig High-End-Produkte. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe meine Naked-Paletten und meinen Nasblush und meinen Guerlain-Highlighter und meinen Nas-Highlighter. Das sind so die teuersten Sachen, die ich besitze. Ansonsten sind das alles Drogeriesachen und dann meistens auch nicht L'Oreal oder Max Factor oder was gibt es denn da noch? Maybelline, wobei Maybelline jetzt auch nicht so teuer ist. Sondern ich habe eigentlich im Großen und Ganzen eher so diese Essence P2 Catrice Sachen und die sind jetzt nicht so teuer. Wobei natürlich die Masse macht's. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe sehr viel Zeugs, aber irgendwie kann ich da nicht widerstehen. Ich weiß nicht. Es ist unnötig zum größten Teil wahrscheinlich diese ganzen Sachen zu kaufen, aber ja, ich habe da einfach Spaß dran. So, wie viel kostet der ganze Kram so zusammen? Also ich schätze mal so um die 400-500 Euro. Ja, wahrscheinlich mehr, ne? 600? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so viel. Sarah Dernbach fragt, was bedeutet Glück für dich? Gibt es besondere Glücksmomente, an die du dich immer wieder erinnerst? Glücksmomente. Glücksmomente gibt es einige. Ich glaube, eines meiner größten Glücksmomente war, als ich mein Abi geschafft habe. Ich war keine gute Schülerin, war ich nie und es war bis zum Ende sehr knapp. Ich habe ja Schulfremdenabitur gemacht, das heißt, ich musste in alle Fächer ins mündliche Abi und so habe ich wirklich erst nach meiner letzten Prüfung gewusst, ob ich mein Abi habe oder nicht. Und ja, das war auf jeden Fall einer der größten Glücksmomente, mein Abitur zu haben, in der Tasche zu haben, nie wieder zur Schule gehen zu müssen, wobei dann im Nachhinein war das eigentlich schon eine ganz schöne Zeit. Meine Familie ist Glück, meine Freunde sind Glück. Ja, solche Sachen. Einfach Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen, ja, das ist für mich Glück, würde ich sagen. Nagellacksucht, die fragt, wie wichtig ist der YouTube? Mir ist YouTube sehr wichtig. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, macht es mir einfach Spaß, Videos zu drehen. Am liebsten würde ich euch jeden Tag mitnehmen und die ganze Zeit mit euch labern und vloggen. Obwohl es wahrscheinlich niemanden von euch dann interessieren würde, weil das ist, ja, ich habe auch nur ein ganz normales Leben und da passiert nun mal nicht viel. Ich rede nur einfach dann, glaube ich, gern. Und ja, YouTube bedeutet mir wirklich viel. Mir macht das riesigen Spaß. Ich finde es toll, dass ihr mich alle abonniert habt. Ich finde es toll, dass ihr mir immer Kommentare schreibt und meine Videos liked oder eben auch disliked, je nachdem. Es wäre nur trotzdem schön, wenn ihr die nicht mögt, mir. Wenn ihr die Videos als negativ bewertet, auch in die Kommentare schreiben würdet, warum? Weil nur so kann ich eben was ändern. Ne? Macht Sinn. Ja. Sila fragt, wie viel bedeuten dir deine Zuschauer? Ja, meine Zuschauer bedeuten mir natürlich alles. Ohne euch würde sich dieses Video niemand angucken. Und alle meine anderen 199 Videos würde sich auch niemand angucken. Und dann würde das alles hier keinen Sinn machen. Und ja, darum seid ihr mir natürlich alle total wichtig. Weil, ja, ohne euch gäbe es meinen Kanal nicht. Ja. Colorbubble 2014 fragt, wie bekommst du deine Nägel so schön? Wie bekomme ich meine Nägel so schön? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ganz lange Fingernägel gekaut. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Und seitdem ist es so, dass ich, weiß ich nicht, pflege die nicht sonderlich viel. Aber ich benutze eben meinen Nagelhärter. Ich benutze, wie heißt das? Sagt es mir geschwind. Nagelpflegeöl. Nagelpflegeöl. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich feile immer in eine Richtung. Und was ich noch mache, ich habe diese Nagelfeile mit den sechs Seiten von Essence. Das sind sechs, ne? Ja.
Und dass ich dann eben mit der 3 und der 4 von dieser Nagelfeile noch immer so feile. Einfach aus dem Grund, dass hier eben keine Fetzen, sage ich jetzt einfach mal, sind, wo euch der Nagel eben dann einreißen kann. Das mache ich. Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach Glück und ich habe eben eine relativ, ein relativ langes Nagelbett. So. Darum sehen meine Nägel immer relativ lang auch aus, auch wenn sie relativ kurz sind. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt hier den mittleren Nagel anschaut, so lange ist der nicht, aber wenn ich es umdrehe, sieht der wirklich schon wieder lang aus. Ja, ich glaube, ich habe einfach Glück mit meiner Nagelform und ja. Ich mache wirklich nichts Besonderes mit meinen Nägeln. Und nein, ich habe keine Gelnägel. Diese Frage kriege ich auch immer wieder gestellt. Ich weiß gar nicht warum, weil wie kommt ihr darauf? Nö, habe ich nicht. So, weiter geht's. Das war Video Nummer 1 und Video Nummer 2. Meine liebe Lackverliebt fragt: Mich würde interessieren, welche deine allerliebste Nagellackmarke ist und welchen Lack du wählen würdest, wenn du nur einen behalten dürftest und alle anderen weggeben müsstest. Meine liebste Nagellackmarke. Ich sehe irgendwie ein bisschen verzuselt aus. Es ist auf keinen Fall Essie. Ja, es ist nicht Essie. Essie hat mir persönlich zu oft zu gleiche Farben, wenn ihr wisst, was ich meine. In fast jeder LE ist dann ein dunkles Blau drin oder so ein Nude-Ton oder ein Pink, ein Rosa oder wisst ihr, was ich meine? Ich meine, klar, es gibt tolle Farben von Essie, will ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber nee, gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, ich würde eher Catrice oder sogar Essence sagen. Einfach und allein aus dem Grund, dass die einfach immer was Neues machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ziemlich gut ausgedrückt habe, aber dann gibt es eben mal in der LE Thermolacke, ja, oder irgendwelche Glitzertopper oder weiß ich nicht. Die Superheroes LE fand ich zum Beispiel von Essence super toll. Die ganzen verschiedenen Nagellack-Finishes, ne? Ja, ich glaube, da würde ich sagen Catrice oder Essence. P2, ja, fand ich ziemlich cool früher. Mittlerweile enttäuschen die mich auch ein bisschen. Klar gibt es da mal gute, bessere Sachen, mal schlechtere, aber ja, Catrice und Essence. Ja. OPI ist auch nicht schlecht, natürlich, aber es ist mir einfach zu teuer, darum. Jo, welchen Nagellack würde ich behalten, wenn ich alle anderen weggeben müsste? Super schwere Frage. Im Sommer würde ich Call Me Princess von Catrice behalten. Und im Winter vielleicht ist dann doch ein Essie-Nagellack. Entweder Thigh High oder Decadentish. Ja. So. Hello is Beauty fragt: Was arbeitest du? Ja, diese Frage kriege ich ziemlich oft gestellt. Ja, es gibt manche Sachen, die will ich einfach nicht hier bei YouTube öffentlich machen. Ich kann euch so viel sagen, ich arbeite in einer Schule, ich arbeite mit Kindern zusammen, ich bin keine Lehrerin und ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer dass mein Job mir riesen Spaß macht. Sarah Monroe fragt: Mich würde interessieren, wie du deinen Freund kennengelernt hast und wie lange ihr schon zusammen seid. Also, mein Freund und ich sind jetzt im Oktober 10 Jahre zusammen. Ja, ich weiß, unglaublich lang. Und wir haben uns in der Schule kennengelernt, im Internat. Ja, sein Bruder war in meiner Stufe, mein Freund ist ein Jahr jünger als ich und irgendwie haben wir uns so über ihn kennengelernt. Ja, und seit 10 Jahren sind wir zusammen. Miss XOXO fragt: Wie alt bist du? Ich bin 28. Und noch, oh Gott, wie spricht man das aus? Komiel? Fragt, was sind meine Macken? Meine Macken sind, also auf jeden Fall ist eine Macke von mir das Nägellackieren. Ich lackiere mir ja täglich die Nägel und das kann man, glaube ich, auf jeden Fall als Macke bezeichnen. Ansonsten fahre ich grundsätzlich zu früh los zu einem Termin oder laufe zu früh los, weil ich immer Angst habe, zu spät zu kommen. Und ich hasse es, wenn mein Freund uns dann irgendwie verzögert. Da könnte ich ausrasten.
Aber ansonsten, was sind denn meine Macken? Tja, irgendwie fällt mir da jetzt gerade nicht mehr ein. Ich habe bestimmt mehr Macken, aber wie gesagt, gerade fällt mir nichts ein. Ja, vielen Dank für eure Fragen und ich hoffe, die Antworten haben die Fragen auch beantwortet. Macht das Sinn? Doch, irgendwie schon. Ihr wisst, was ich meine. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, es sind mittlerweile schon über 1200 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach. Ich kann es gar nicht fassen und auch auf Instagram, das ist The Bomb. Also, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, außer vielen, vielen Dank für euch. Ja, für euch. Und ja, ich packe euch jetzt noch ein paar Outtakes hier im Anschluss rein. Ich wünschte, ich hätte mehr gehabt. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Laptop kaputt gegangen, meine Festplatte wurde zerstört. Keine Ahnung warum. Mit Masterarbeit und allem Drum und Dran, also es war katastrophal. Und dadurch sind eben auch alle YouTube-Videos, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gedreht hatte, verschüttet gegangen. Und ja, schade. Wirklich sehr, sehr schade. Darum habe ich daraus halt einfach keine Outtakes mehr nehmen können. Das waren schon einige. Und dann später habe ich eben nur die Videos, die ich dann auch hochgeladen habe, also die Endversion, mir gespeichert und nicht die Originalvideos quasi. Ja, darum war ich ein bisschen beschränkt in meiner Auswahl. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem und vielleicht habt ihr an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was zu lachen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, auf die nächsten 200 Videos. Vielen Dank und tschüss. Ja, Fail. Kamera ausgegangen. Scheiße. Hoffentlich war jetzt nicht alles unscharf. Genau. Komisch aus. So, jetzt war die Speicherkarte voll. Plötsch, nee, sei einfach ruhig. Doch, ich muss was holen. Genau. Eine fette Hummel. Ah. Das ist ein wunderschönes korallfarbenes, pinkstichiges. Ich habe falsch angefangen. Pinkstichiger Nagellack. Meine Haare machen wachsen. Ja, das ist irgendwie immer noch nicht das richtige Wort. Klar, wenn ich habe ich dir zurückgelegt. So, meine Lieben, es ist schon der nächste Tag. Nee. Mhm. Ja. Okay, alles klar. Danke. Ich finde meine Wimpern einfach nicht schön. Irgendwie schief. Okay. Meine Haare gehen auf die Nerven. Als nächstes nehme ich von. Mmm.
weiß ich jetzt auch nicht. 1, 2, 3. Ja, okay. So. Ich muss mal sauber machen. Ich habe überall Krümel in den Haaren.